nach und nach uns Stockwerk für Stockwerk hier hocharbeiten, ganz oben im 31. und 32. Stock zu sein. Ja, das ist eine entspannte 1200 Quadratmeter da oben. Warum 32% mehr Umsatz und nicht 38%? Sehr, sehr gute Frage. Wie viele Menschen das sehen, schon verrückt eigentlich. Es wird mal wieder Zeit für eine legendäre Office-Tour. Das bedeutet für mich heute geht's nach Offenbach. Und was euch dort erwartet, welches Office wir uns genau anschauen, aber auch coole Einblicke und es wird witzig, so viel kann ich schon mal verraten, werdet ihr im Laufe des Videos erfahren. Also es lohnt sich, bleibt dran, es wird spannend. Abfahrt. Jetzt hier aus dem Auto. Ich bin auf dem Weg, um mal eine Frage in eigener Sache an jeden, der sich besser mit Autos auskennt als ich, und zwar dieser Spurhalteassistent. Also jedes Mal, wenn ich hier fahre, muss ich manuell den Spurhalteassistent ausschalten, weil ich habe keine Lust, dass jemand ja bei mir sich letzten Endes einmischt, ob ich auf der Spur bleibe oder nicht. Ja, das sieht dann wie folgt aus. So, das heißt, ich gehe mir hier an, schalte den immer manuell aus. So. Also, wenn ihr da einen Hinweis für mich habt, wäre super cool von euch, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. So, wir sind jetzt hier in Offenbach angekommen und wir machen gleich weiter mit der Roomtour. Was euch dort erwartet, ja, wird grandios. Ich fahre jetzt mal hier rüber. Man sieht auch hier, ja, so schön. Sagen ja nicht alle, dass Offenbach so schön ist, der Ruf. Aber da fragen wir mal die Leute, wo wir jetzt hinfahren, was sie dazu zu sagen haben. Ich glaube, die haben einen guten Anteil, dass Offenbach hier wieder auf die Landkarte gesetzt wird. Die Video Statements GmbH in unter 700 Metern. Wir sind hier nicht im Dschungel, sondern wir sind hier im Foyer des schönen Towers. Und wen haben wir da? Herzlich willkommen im Statements Tower, lieber Herr Marx. Lieber Herr Marx, sehr schön. Da freuen wir uns doch. Dann werden wir hier sehr herzlich empfangen und müssen natürlich mal hier gucken, weil die Decken, die sind sehr hoch. Also der Eingangsbereich ist sehr, sehr toll. Und an der Stelle sehen wir auch hier direkt in einem schönen auf einer schönen holzvertäfelten Empfangstresen. Ne? Perfekt an einem Empfangstresen. Ganz so. Wichtig. Sollte euer Büro immer haben. Genau, also das ist auch auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Und Qualität wird ja groß geschrieben bei Videostatements, glaube ich. Auf jeden Fall, 100%. Ja, ne? Ja. Deswegen aber ganz wichtig, das ist hier nicht der CTO, ne? Das ist hier eigentlich, ist das hier der Statements Tower, ne? Für alle, die es noch nicht wissen. Also das ist quasi einfach nur so, damit die Leute sich das hier ein bisschen was drunter vorstellen können. Ne? Offenbach muss halt immer nochmal represented werden. Okay, sehr schön. Dann, was gibt es hier noch zu sehen? Ja, ansonsten haben wir hier einfach die schöne Empfangshalle, wie du schon gesagt hast. Ja? Das heißt, wenn ihr hier einfach mal ankommt, ja, wenn ihr uns besuchen wollt, einfach gerne hier dann direkt anmelden. Und wenn du jetzt einmal die Kamera schwenkst, ja, dann siehst du da schon hier oben, ja, da oben, da geht es schon rein zu unserem Büro. Das heißt, wir müssen jetzt kurz einmal kurz den Aufzug nehmen. Natürlich, halt mal so. Also wir müssen kurz den Aufzug nehmen dann. Genau, und dann müssen wir natürlich in den 32. Sehr gut, wir gucken mal hier. Also hier ist noch, wenn wir hier anfangen, bis zum 32. geht es hier ganz nach oben. Und wir sehen hier oben, jetzt muss ich nochmal reinzoomen. Kriege ich das hier hin? Ah, falsches Zoom. Warte. Hier, da sehen wir schon die schönen Bilder von den Video-Statements. Und dann gehen wir mal rein, gucken mal, was das Büro zu bieten hat und welche Gold-Nuggets in dem Büro warten. Also bleibt auf jeden Fall dran, weil ein Raum, der hat es auf jeden Fall in sich. Und jetzt haben wir nämlich hier auch Verstärkung. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier den lieben Kevin. Und der Mann, der darf jetzt mal hier die Kamera in die Hand nehmen. Und dann wird auch der weitere Vlog wirklich nochmal ein neues Level. Nee, dann wird der weitere Vlog... Ein Statement. Also ein Statement. Das heißt, ich schwenke rüber.
Alle nice. Effekte. Ja. Sehr cool. Hey, beide haben jetzt auch auf jeden Fall auch ein Mikro. Das heißt, ich würde mal passt sagen, das? Passt deins, passt meins? Ja, ja, klar. Also connected wie ein WLAN-Router, ne? Richtig, richtig. Sehr gut. So, also, wie wir jetzt gerade schon gesehen haben, ne, von hier unten sind Marc und ich jetzt gerade eben hier reingekommen. Ne? Das heißt, man hat ja auch immer direkt einen schönen Überblick hier bei uns im Office. Das heißt, wenn mal hier hoher Besuch kommt, wie vom Herr Sonet beispielsweise, kann man quasi hier auch schon mal, ja, den, für hier oben warten und ihn empfangen, ja? Genau. So, dann. Die eine oder andere Ansprache. Ich finde das auch immer schön, wenn man da morgens mal hier hinkommt. So stelle ich mir das vor, weiß ich jetzt nicht, ob es so ist, aber du gehst als erstes mal hin und machst dann Folgendes. Stellst dich dann hier hin an den Tresen und sagst dann Vertriebmannschaft. Vertrieb werden dann, stehen dann an der einen Ecke und dann die anderen Teams, weil ihr seid ja ganz deutschlandweit unterwegs. Richtig. Und dann habt ihr ja so ein Fahrerlager, ja, wo ihr halt dann sagt, wir haben Deutschland in 4 Teile aufgeteilt und dann sagt, los, los. Schwirrt aus, schwirrt aus. Und abends kommen sie wieder zurück. So alle läuft das hier bei Video Statements. Und deswegen braucht man eine Empore, weil sonst kann man das ja alles gar nicht managen. Kannst du gar nicht überblicken. Ne? Aber wie gesagt, also das Ziel ist wirklich, dass wir natürlich jetzt hier nach und nach uns Stockwerk für Stockwerk hier hocharbeiten. Also das Ziel ist auf jeden Fall 2027 ganz oben im 31. und 32. Stock zu sein. Das ist unser Ziel, was wir uns gesetzt haben. Geben da auf jeden Fall mal ordentlich Gas. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal. Ambitioniert, aber ihr schafft das. Wir halten euch den Rücken frei. Ja, das sind entspannte 1200 Quadratmeter da oben. Okay, gut. Ja, sehr schön. So, gehen wir mal rein. Dann, Marc, mein Lieber, du warst ja schon mal hier, aber ja. Es ist schon weit schon her. Wir haben ein bisschen was umgestellt auch tatsächlich. Ja, wir sind auch ein bisschen gewachsen. Ich glaube, als du das letzte Mal da warst, wie viele Leute waren wir da? Da waren wir nur zu zweit, Kevin und ich nur, ne? Ich meine dritt. Zu dritt? Ja, gut. Schauen wir mal rein. Ja, kannst mal sagen, was dir denn auffällt, was sich so verändert hat. Ja. Also, hier ist quasi der Gang rein, ja. Immer unsere Kaffeeküche können wir uns gleich anschauen. Ich würde mal sagen, dann gehen wir ins Vertriebsbüro. Obwohl, ich würde sagen, das Herzstück bewahren wir uns für später auf. Wir gehen erstmal in den Hauptraum hier rein. Sehr gut. So. Das sieht auf jeden Fall sehr einladend aus. Hier merkt man auch von dem Equipment, hier ist viel Technik. Ja. Hier wird gefilmt, hier wird gedreht. Das ist ein guter Spirit. Ja, tatsächlich kommt es gar nicht so oft vor, dass jetzt hier so viel Kamera-Equipment oder sowas ist. Ja, wie wir jetzt hier gerade so da hinten rumstehen haben. Ich komme gleich aber nochmal zu, warum das jetzt alles hier ist. Normalerweise ist alles einfach in Deutschland die ganze Zeit am Hin- und Herfahren. Ne? Also deswegen selten, dass hier eigentlich mal viel Equipment da ist. Aber wenn wir alles hier haben, ist ja alles versichert. Ne? Das sieht gut aus, genau. Das ist eine Frage, die mir direkt ins Auge fällt. Warum 32% mehr Umsatz und nicht 38%? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die eigentlich auch ausführlich beantwortet werden möchte, natürlich auch muss. Ich sag mal so, wir haben natürlich viele unserer Kunden, mit denen wir einfach vorher immer gucken, ey, wie sind die Zahlen aktuell, bevor sie mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Das heißt, da wird im besten Falle alles getrackt, wenn die Kunden auch schön ordentlich mitmachen und selbst mal alles schön auflisten und man dann einfach mal schaut nach Implementierung der Video-Statements, was sich da einfach so getan hat, ja, dann ist das so ein Schnitt, der sich damals ergeben hat. Ich glaube, der Schnitt ist jetzt ungefähr 8-9 Monate her oder sowas. Mhm. Ja. Aber letzten Endes, Video-Statements sind ja ein Beschleuniger von Prozessen. Ne? Das heißt, wenn du schon ein gutes Marketing hast, schon guten Sales hast, ne, dann ist es ja quasi ein Beschleuniger. Deswegen kommt immer ein bisschen natürlich auch darauf an, was für eine Ausgangslage hast du aktuell. Dann wissen wir auch, wie die Quote sich zusammensetzt. Man kann kurz zusammenfassen, es gibt ein Leben vor und ein Leben nach Video-Statements. So sieht's aus. Sehr cool. Ja. Was haben wir denn hier, lieber Vincent? Wir sehen hier... Also hier ist einiges. Hier quasi ein Chefschreibtisch, hier sitzt der liebe Kevin immer. Ne? Mhm. Quasi die Mitarbeiter alle schon im Auge, dass sie quasi alle auch schön arbeiten. Ne? Aber oft ist er ja selbst noch auch unterwegs. Da haben wir jetzt unsere neueste Anschaffung, einen schönen Server. Sehr gut. Marc, was schätzt du, wie viel Speicherplatz haben wir da drauf? Ja, da sage ich natürlich fast genug für die nächsten 3 Monate. Was schätzen Sie so? Also das kann ich nicht sagen, das ist nicht meine Kernkompetenz in dem Segment. Also für den Zuschauer, obwohl das lösen wir gleich einfach mal auf. Mach das mal anders, also schreibt mal jetzt hier rein. Also ich weiß, dass auf jeden Fall hier ordentlich was aufgerüstet wurde. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie viel Speicherplatz ist dort drauf, der am nächsten dran ist. Was gewinnt der von euch? Eine Packung Gummibärchen. So, da gehe ich mit. Nein, ihr kriegt dann mal eine persönliche Tour hier im Office. Genau, eine persönliche Tour. Obwohl, ich hab eine bessere Idee noch. Ja? Mhm. Wir haben jetzt hier unten, direkt hier unter uns, hat ein neues Café jetzt gerade aufgemacht in dem Tower. Kann man auch mal einen schönen Kaffee mal zusammen trinken gehen, ein Stückchen Kuchen essen. Ich denke, das ist besser als so ein paar Gummibärchen. Nee, wir machen beides. Aber mit dir zusammen auch. Wenn schon. Ja, okay. Gucken wir.
Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt weiter. Hier haben wir natürlich jetzt den Server, ne, womit jetzt alle Leute aus dem Fulfillment-Team natürlich auch connected sind. Mhm. Das heißt, müssen wir nicht ewig was hin und her packen auf den einzelnen Platten. Dann haben wir hier quasi das Büro, also den Schreibtisch, wo der Kevin immer sitzt. Ne, ist quasi immer im direkten Austausch. Hier sitzen quasi unsere zwei Mitarbeiter nochmal, ja, unsere Cutterin, unser Backoffice. Und wie ihr seht, ist hier noch ein Schreibtisch frei. Ne? Das heißt, wir suchen natürlich auch immer stetig nach weiteren fleißigen, top motivierten Mitarbeitern, ja, und deswegen einmal auf karriere.videostatements.de, bewerbt euch sehr gern bei uns. Sehr schön. So, ich würde mal sagen, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen jetzt hier eine Sache sagen, wir haben später, kommt noch ein richtiger Highlight-Raum, aber das zeigen wir euch in einem späteren Teil des Videos. Jetzt geht es erstmal weiter zum Vertriebsbüro. Zum Vertriebsbereich, ganz genau. In dem Vertriebstrakt sozusagen. Trakt, genau, richtig. Natürlich. So, bevor wir da reingehen, können wir nochmal hier schauen. Ihr habt auch noch eine kleine Teeküche. Ja, klar. Das ist ja immer wichtig, dass der Kaffee natürlich auch am Start ist. Das ist nichts Besonderes, ne? Aber Kaffeemaschine hier, die Versace-Tasse natürlich auch immer am Start. Das ist schön. Da kann man auf jeden Fall eine gute Pause machen, kann sich's gut gehen lassen. Und jetzt kommen wir aber hier, bin ich mal gespannt, wo dein Reich so ist, Vincent. Ja, nehmen wir mal rein. Ja, ganz normales Büro letzten Endes, also hier Platz für Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter. Genau, man kann immer schön auf die Straße schauen. Ne? Da sieht man schon mal den ein oder anderen schicken Wagen entlangfahren. Das ist immer ganz motivierend, wenn man teilweise sieht, was hier in Offenbach für Autos durch die Gegend fahren. Ne? Dann haben wir natürlich hier noch unseren Feuerlöscher. Bei uns ist natürlich hier alles mit Brandschutz natürlich bestens ausgestattet, damit unsere Versicherung nicht eingreifen muss. Aber wenn, sind wir ja abgesichert. Ne? Absolut richtig. Genau. Und ja, hier ist mein Schreibtisch, hier ist mein Reich. Das heißt, jeder, der mit mir ein Beratungsgespräch führt, der kennt diesen Hintergrund. Das ist tatsächlich gerade ein Regal, was wir jetzt auch noch hier hinbauen werden. Aktuell hat es bis jetzt so immer ausgereicht, aber genau, das ist der Hintergrund, so wie es aktuell ausschaut. Sehr gut. Und die Frage ist, wie breit soll dein Bildschirm sein? Ne? Das ist halt klar. Ich sag mal so, ne? Ist einfach extrem wichtig, dass man dann eine gute Performance auch einfach liefern kann. Ne? Wenn wir jetzt, absolut. Bei uns gehen so viele Video-Statements raus, die müssen natürlich auch alle immer nochmal angeschaut werden. Wir planen die Routen und alles. Ne? Das ist immer schon gut, wenn du einfach gut Platz hast auf deinem Bildschirm, damit da auch wirklich alles draufkommt. Ja, genau. Also, das sieht ordentlich aus, sehr schön. Quasi. Auch höhenverstellbar, habe ich gesehen. Also logisch. Hier wird auf alles geachtet. Ne? Genau, richtig. So, und dann kommen wir schon hier zum kleinen Highlight. Marc, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ne? An unser legendäres Eintracht-Spiel, wo wir zusammen unterwegs waren. Ja, das war auf jeden Fall sehr spaßig. Ab und zu bin ich mal im Stadion und wir waren mal hier zusammen mit den Jungs. Und ich muss euch sagen, es war ein grandioser Abend und Frankfurt hat sogar noch gewonnen. Also müssen wir nochmal wiederholen. War mein erstes Fußballspiel, was ich so live gesehen hatte. Ja. Und was sagst du? Beeindruckend. Wie ist die Stimmung? Beeindruckend, muss ich schon sagen. Nee, es war wirklich geil. Also ich bin jetzt nicht so der Mega-Fußball-Fan-Fanatiker so. Aber muss man sagen, hat schon Spaß gemacht. Die Stimmung war cool. Guck mal ein bisschen raus aus dem ganzen Tagesgeschäft halt. Genau, und was auch cool ist, wenn man so mal sieht, so ein Stadion, wenn man drin sind, da waren 58.000 Menschen. Und das, was ihr macht, wenn ihr ein Video-Statement aufnehmt und da wird dann zum Beispiel Werbung und sowas draufgeschaltet, dann gucken sich das ja verhältnismäßig genauso viele Personen oder sogar noch mehr an. Und das ist halt krass, wenn man das einfach mal so sieht in einem Stadion, was so 58.000 Menschen machen können. Übel, ja. Und die gucken dann das eure Arbeit an und sorgen dann für denjenigen, der das ausstrahlt, für mehr Vertrauen. Also auf jeden Fall hier noch eine kleine, kurze, coole Anekdote aus unserem Blickwinkel. Nein, es ist wirklich so ein Ding, wo man sich gar nicht im Klaren ist. Man sieht nur die ganzen Klicks auf YouTube, auf so eine Werbeanzeige, wie viele Impressionen das hat. Aber wenn man sich mal im Klaren wird, wie viele Menschen das sehen, schon verrückt eigentlich, was heutzutage alles möglich ist. Ne? So, würde mal sagen, dann gehen wir jetzt zum absoluten Highlight für heute. Weil der liebe Marc ist ja nicht komplett ohne Grund heute da. Ne? Nie, nie. So. Mal hier durch. Und zwar... Bevor wir reingehen, brauchen wir ja noch die Auflösung. Ihr habt ja alle jetzt fleißig getippt. Wie viel Speicherplatz haben wir denn jetzt hier bei dem guten Gerät? Die ganze 144 Terabyte. Ja? Jetzt nur hier in diesem Gerät. Dann haben wir nochmal, Kevin, wir haben noch einen anderen kleinen Server. Wie viele sind da drin? 64 Terabyte nochmal. Also wir arbeiten so mit über 200 Terabyte an Speicherplatz, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, auch für deine Video-Statements ist auf jeden Fall noch genügend Platz. Also reicht dann quasi für eine Woche, ne? Genau, richtig. Die müssen wir immer so austauschen. So, aber der liebe Marc ist ja nicht ohne Grund hier heute, ja. Und zwar haben wir hier unser kleines Podcast-Studio, Meetingraum, ja. Und zwar haben wir unseren Statements-Podcast gelauncht. Das bedeutet, wir setzen uns jetzt hier gleich mal hin, sprechen über
die ein oder anderen spannenden, vielleicht auch kontroversen Themen. Ihr habt ja einen sehr kontroversen Werbespot hier ausgestrahlt, der mich sehr abgeholt hat, aber mal wirklich ein bisschen Retalk auch einfach mit sich bringt. Und da werden wir heute mal den ein oder anderen Part davon mal aufgreifen, würde ich sagen, oder? Ich bin gespannt, was auf jeden Fall die Leute in dem legendären Video Statements Podcast, oder heißt der nur Statements? Statements Podcast, ne? Statements Podcast. Also hier gibt es wirklich ganz... Das Video weg, da ist jetzt sozusagen nicht das Video im Vordergrund, sondern die Statements, die dort getroppt werden, sowohl genau. Von euch als auch von den Gästen. Und ich glaube, was hast du gesagt, wen hattet ihr schon überall in dem Podcast jetzt drin? Welche Gäste? Du bist jetzt tatsächlich der Allererste. Mensch, welch Ehre. Also die ersten Folgen haben ja Kevin und ich zusammen jetzt aufgenommen. Es waren jetzt, glaube ich, 3 Stück, die haben wir erstmal solo gemacht. Ja. Und wir haben jetzt sehr, sehr coole Interviewgäste in der Pipeline. Mit dir vorne ran als Nummer 1 jetzt erstmal. Ne? Und also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wird wirklich richtig interessant. Es soll alles den Fokus auf Entertaining, Mehrwert, aber auch Real Talk haben. Das heißt, hier wird nichts irgendwie schön geredet oder irgendwas. Und hier gibt es knallharte Statements, die rausgedroppt werden. Das heißt, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuhören. Also der Name ist Programm. Dann würde ich sagen, lass uns von dieser Sache einfach übergehen. Ja, schaut dann, wenn dieses Video online kommt, gegebenenfalls ist auch schon der Podcast im Kasten. Das heißt, klickt hier, dort oder wo auch immer und schaut euch auch auf jeden Fall den Podcast an. Von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die grandiose Office-Tour. Also hier ist echt ein super Büro, tolle Arbeitsatmosphäre und muss einfach sagen, schön. Schön hier in Offenbach, ja, und vor allen Dingen auch dann zum Abschluss, weil Offenbach hat ja nicht immer so den allerbesten Ruf, aber ihr werdet ja jetzt, das ist ja auch noch eine kleine Mission, die ihr habt, nochmal das Vertrauen in die Stadt wieder zurückholen. Richtig. Oder wie ist das Ganze? Richtig, also wir sind ja quasi die Männer fürs Vertrauen, ne? für den Vertrauensaufbau und ja, wir haben hier dieses wunderschöne Büro in diesem geilen Tower und da haben wir uns natürlich zur Mission gesetzt, einfach das Vertrauen wieder hier mal in Offenbach mit reinzubekommen. Dann hat Offenbach auf jeden Fall das Vertrauensproblem gelöst und von meiner Seite aus vielen, vielen Dank auch an dich, Kevin, hinter der Kamera für den letzten Abschnitt, war eine super Sache. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein und abonniert, like nicht vergessen. Vielen, vielen Dank, Vincent, war mir eine Ehre und wir sehen uns.